Willkommen zu einem neuen Video von LeakimLol. Wir fahren heute mit meinem eigens erstellten Szenario, weil es nicht anders geht. Wir sind auf der Main-Spessart-Bahn unterwegs und fahren die Baureihe 628.2. Und los geht's, würde ich mal sagen. Ja, in einem eigens erstellten Szenario. Und ja, wir können, ja, hier ist ICE. Da ist noch ein bisschen Talent. Nach Nicht-Einsteigen. Alles klar. Und wir fahren nach Aschaffenburg Süd. Über Aschaffenburg Hochschule. Und ja, dann Aschaffenburg Süd. Dies ist ein Abschnitt, der quasi auf der Main-Spessart-Bahn mitgeliefert wird. Aber nicht darauf aufmerksam gemacht wird. Man kann nur im Karteneditor sehen, dass da eine Linie ist, die man dann auch machen kann. Und das habe ich mit ein bisschen KI-Verkehr hier. Wir machen die SIFA an. Die PZB bleibt aus. Ich habe nämlich schon mal ein Video gemacht und dann ist es wunderbar in die Hose gegangen. Ich hatte insgesamt auf einer Strecke von 3 Kilometern oder 2 Kilometern, das ist wirklich echt kurz hier, ja, 2 Kilometern sage ich. 1 bis 2 Kilometern hatte ich 2-3 Zwangsbremsungen. Muss man erstmal schaffen, würde ich sagen. Bei 2 oder 3 Kilometern. Jetzt rollen wir schon wieder. Schon wieder sage ich, weil ich davon schon mal ein Video gemacht habe. Gut. Türen schließen. Und fährt in die ICE ab. Der fährt nach Germünden um 12.05 Uhr. Da hat er noch ein bisschen Aufenthalt. Und wir verschwinden mal. Nicht verschwinden, sondern Hauptschalter auf ein. Zuglichter. Bam. Fahren jetzt ab. Ja, mit der neuen Lackierung, die es im Creators Club gibt. Es gibt mehrere davon. Ich habe mich für die hier entschieden. Und ja. Innen hat sich mal wieder, also das heißt mal wieder, aber es ist halt nun mal so, dass sich innen halt nichts verändert. Und ich weiß, dass die Westfalenbahn wahrscheinlich nicht hier so gut drauf passt, aber ja. Meine Güte. So, da ja wir gar keine PZB haben, müssen wir selber. Ah, wir können schon schneller fahren. Ich habe mich schon erschrocken, warum das hier so piepst, aber ja, das ist die SIFA. Die SIFA ist für mich nicht so schwer. So, ihr merkt, es ist nicht lang. Unser nächster Halt ist Aschaffenburg Hochschule. Wahrscheinlich habt ihr auch diese Fahrt hier ab. Hier wird's Oberleitung, hier Oberleitung weg. Jetzt wird's nur für diese Fahrzeuge. Ihr werdet wahrscheinlich diese Strecke schon bei anderen YouTubern gesehen haben. Und ja, ich finde es eigentlich ganz cool, dass sie das hier mit reingebracht haben. Wir können hier 90 fahren. Bremsen wir mal hier ab. Also das Ding hat, wie ihr in meinen Let's Plays gesehen habt, eine super Bremse. So, da sind wir. Oh, wir sind hier. Ah, ich zieh trotzdem an. So, wir sind hier in Aschaffenburg Hochschule. So sieht's hier aus. Eigentlich ganz gut. Okay, hier, da. Also da hat man ein bisschen. Ja, also ist halt keine Strecke, die man offiziell befährt.
Das sieht hier schon so aus, als ob hier Wertdeck einen Zug lang fahren kann. Und ja. Wir können hier bald die Türen schließen. Und zwar überall. Und wir fahren weiter, lösen die Bremse und fahren weiter bis nach Aschaffenburg Süd, wo unser Endbahnhof ist. Wie gesagt, die Strecke ist nicht lang. Oh, das war gar kein P. Ups, das war ein H. Ups. Naja, wir fahren jetzt noch bis zum Endbahnhof Aschaffenburg Süd, wo auch unsere Fahrt endet. Ja, wer hätte das gedacht? Am Endbahnhof endet die Fahrt, ja. Ja, und ja. Wir können Gas geben. Also wie ihr seht, die Strecke. Also man könnte sie auch. Also es ist schade, dass auf der, dass Dovetail Games nicht auf die Strecke hingewiesen hat. Weil die Strecke ist schon sehr, sehr schön. Also hat was von Nebenstrecke. Ist halt relativ kurz. Also was heißt relativ? Es ist kurz. Wir fahren hier ja quasi eine S-Bahn, die halt nur an Aschaffenburg fährt. Oh, wir müssen abbremsen. So, hier ist unser Halt. Aschaffenburg Süd und dort enden wir. Ich finde auch den Bahnhof ganz schick. Wir können ein bisschen. So, wir können hier die Leute gleich reinlassen. Ich will halt nur hier euch den Bahnhof zeigen. Der ist eigentlich ganz cool hier. Sieht ein bisschen modern aus, Aschaffenburg Süd. Und ja, sieht ganz cool aus, ist gut gemacht. Den Bahnhof finde ich auch eigentlich ganz cool hier. Und der Zug fährt dann wahrscheinlich weiter bis nach sonst wo. Keine Ahnung. So. Wir warten jetzt, bis die Leute reingehen und ich kann euch mal die Grafikeinstellungen gleich zeigen, wenn die Leute hier eingestiegen sind. Also wie ihr seht, sehr, sehr schön gemacht hier auch in der Ferne. Also dafür, dass das eine vom Spiel nicht, also dadurch, dass vom Spiel nicht hier vorgegebene sonst was gibt, wo man in Fahrplänen das fahren kann, ich musste das Szenario selber machen. Es gibt auch viele, viele Modder, die das machen, also Szenarioentwickler und ja. Dann würde ich sagen, ich schließe die Türen und ja. Ja, und dann würde ich sagen, für alle, die nicht meine Grafikeinstellungen sehen wollen, würde ich schon mal sagen, tschüss. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ja. Und die, die meine Graf jetzt könnt ihr abschalten. Die, die meine Grafikeinstellungen sehen wollen, die denen zeige ich das jetzt. Oh, wir müssen ins Hauptmenü, okay. Ich melde mich, wenn ich wieder in den Grafikeinstellungen bin. So, Leute, es geht weiter. Hier habe ich hier alles auf hoch. Dann habe ich hier ein bisschen hier auch auf hoch gestellt. Aber hier geht es los hier mit Mittel, Niedrig und so weiter. Also ich habe da ein bisschen was verringert. Und ja, das war es eigentlich im Guten und Ganzen. Und ich würde dann mal sagen, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ja, dann würde ich sagen, tschüss, Lakimlol.